Ihr habt ihn bereits gehört, den Goldnackenaarer, Primolius auricollis. Der Goldnackenaarer ist mit 38 cm Länge für einen Aarer relativ klein. Somit zählt er auch zu der Gruppe der Zwergaarers. Er hat ein relativ kleines Verbreitungsgebiet im zentralen Südamerika, von Südbrasilien über Nord- und Ostbolivien und Nordparaguay bis nach Nordwestargentinien. Die Lebensräume des Goldnackenaarers stellen tropische bis subtropische Wälder entlang der Flussläufe und offene Halbsavannen dar. Insgesamt ist der Goldnackenaarer anpassungsfähig und wurde bis in eine Höhe von bis zu 2000 Metern bereits beobachtet. Es gibt bisher nur sehr wenige Berichte in der Fachliteratur über die Lebensweise der Goldnackenaarers. Es wurden Gruppen mit über 100 Vögeln beobachtet. Sie brüten im Dezember in Baumhöhlen, diese werden aber auch als Schlafplatz gewählt. Ein Gelege umfasst in der Regel 2 bis 4 kleine weiße Eier. Die Ernährung der Goldnackenaarers ist vielfältig und beinhaltet verschiedene Früchte, halbreife Sämereien, Nüsse und Beeren. Außerdem sucht der Aarer regelmäßig Lehmwände auf, die sogenannten Lehmlecken, die nach neuen Forschungen nicht der Mineralaufnahme, sondern der Neutralisierung von Pflanzengiften dienen. Seit Jahrzehnten werden Papageien und Sittiche in Gefangenschaft mit Sämereien gefüttert. Dass dies nicht ihrer natürlichen Ernährungsweise entspricht, wissen wir bereits. Deshalb sollten Pflanzenteile, Beeren, gekeimte Sämereien und vor allem auch Pellets im Vordergrund der Fütterung stehen, um eine volle Vitaminisierung und Mineralisierung der Vogelkörper zu gewährleisten. Bis Anfang der 1970er war der Goldnackenaarer in Europa ein seltener Papageienvogel. Zwischen 1973 und 1979 kamen größere Importe und Wildfänge nach Europa. Die Erstzucht gelangt im Vogelpark Walsrode in Deutschland im Jahr 1976. Die Nachzucht ist relativ unproblematisch und inzwischen schon häufig gelungen. Die Brutzeit der Goldnackenaarers beträgt 26 Tage, die Nestlingszeit etwa 70 Tage. Der Brutbeginn kündigt sich durch erhöhte Aggressivität und vermehrte Brutkastenbesuche an. Während der Bebrütung leisten die Männchen dem Weibchen zeitweise Gesellschaft im Nistkasten. Nach dem Schlupf verlieren die Jungen mit etwa 7 Tagen den Erstlingsflaum. Mit etwa 9 Tagen verfärbt sich der hornfarbene Schnabel dann schwarz. Ihre Lautäußerungen sind hingegen zu den großen Aarers relativ leise. Während des Fluges stoßen sie einen hohen, heiseren Schrei aus. Dieser wird noch höher, wenn sie Angst haben oder Gefahr droht. Ansonsten sind ihre Rufe eher krächzend, laut und zweisilbig. Sprechen und Pfeifen erlernen nur wenige Vögel. Und das auch nur mäßig. Eine Kostprobe ihrer Lautäußerungen werdet ihr im Nachfolgenden hören. Zur Unterbringung der Goldnackenaarers empfiehlt es sich, eine Ganzmetallfoliere zu erstellen, die die Maße von 4 Metern Länge nicht unterschreitet. Die Foliere sollte sehr abwechslungsreich gestaltet sein und vor allem eine Luftfeuchtigkeit von 60-70% betragen. Da die Goldnackenaarers im Vergleich zu anderen Aararten eher ein geringes Badebedürfnis haben, ist die tägliche Besprühung der Vögel mit sauberem Wasser notwendig.